Ja, moin, liebe Freunde der Grabstätten und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Wir fahren fort und ich finde es sehr interessant, dass die Gebilde sich tatsächlich unterscheiden. Wirklich sehr interessant. Okay, wir werden jetzt die Tür hier öffnen mit den Zeremonienwaffen. Die Waffen sind eingefügt. Bezwinge Quenel. Quenel? KV-Enel? Klingt total bescheuert. KV-Enel. Wer kommt bitte auf so einen Namen? Nein, alles gut. Quenel heißt er. Oh, hier lodert sogar ein Feuer. Und ich höre ein Wort der Macht, das nach uns ruft. Deswegen auch dieses komische Geräusch gerade. Ich habe mich schon gewundert, warum auf einmal dieses komische Geräusch? Weil wir gerufen werden, Freunde. Und ich sehe einen verwirrten Draugre, der anscheinend nicht weiß, wo er hin soll. Eine Geißel noch dazu. Er weiß nicht, wohin er gehört. Traurig, nicht wahr? Ich wollte gerade sagen, da war doch einer meiner Pfeile. Ich sehe da eine Truhe. Komme aber nicht ran auf der Höhe. Ist ein bisschen zu hoch. Alter, diese schwere Atmen. Todesfürst, Todesfürst. Und er hat einen Ebenerz, zwei Hände. Natürlich hat er das. Und ich finde es gut, dass er sich gerade so schön aufhalten lässt. Und tschüss. Fünf Pfeile haben wir wieder gekriegt. Wow. Liegen noch hier irgendwo irgendwelche Pfeile rum von uns? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Oder sie liegen unter ihm. So. Ne, hier liegen keine mehr. Da ist... Oh, es ist ein Geist. Okay. Das überrascht mich jetzt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es ist also ein Geist. Interessant. Quenel die Zunge! Aua! Ah ja, entspricht der Stärke eines stärkeren Todesfürsten. Das ist seine Frau, oder was? So, deine Frau habe ich umgebracht. Du bist der Nächste. Eieieiei. Das war Quenel die Zunge. Abgeschlossen. Verstummte Zungen. 250 Gold. Eduji. Stahldolch, Eisendolch. Und Okin. Das waren also seine favorisierten Waffen. Hier liegt Gold rum, aber ich sehe gerade nichts. Irgendwas ist gerade sehr hell hier. Alter, nur Zweihänder. Zweihänder. Tarnung. Wir hier noch Elixier der Stärke und eine Truhe. Diamant, 278 Goldstücke, Granatstein, makelloser Smaragd, mächtiger Seelenstein, Nacht über Sentinel, Nordstahl, Panzer, Handschuhe. Ja, das hat sich gelohnt, die Beute. Reiche Ausbeute, würde ich mal sagen. Und da ist das Wort der Macht. Trank der starken Ausdauer. Hier ist noch eine Urne mit allem drum und dran. Ich höre doch was rumtapsen hier. Wort der Macht, komm zu mir! Wort der Macht gelernt. Suchen, Aura flüstern. Hallöchen, Popöchen, mein Freund. Und tschüss, mein Freund. Ui. Und tschüss, Freundchen. Ein geschmeidiger alter Nordbogen. Den nehme ich doch gerne mit. Na. Drachenpriesterdolch. Nehmen wir gerne mit. Haben wir nämlich noch nicht. Noch gar nicht.
Oh, nett. Nehmen wir alles mit. Ja, dann sind wir hier durch, Freunde. Wir haben alles geholt, was wir uns holen konnten. War hier nicht noch irgendwo eine Truhe, sag mal? Hatte ich hier doch vorhin? Oder bin ich jetzt doof? Hatte ich hier nicht vorhin eine Truhe gesehen oder war das jetzt Wunschdenken? Da ist die Truhe. Komm nicht ran. Laden! Also wenn, dann will ich die Truhe natürlich mitnehmen, ist doch klar. Ah. Kommen wir von hier aus ran? Natürlich nicht. Wir müssten also rüberspringen. Alle hopp! Aber es reicht. Danke. So, jetzt können wir die Gruft verlassen. Das haben wir geschafft. Das ging ja recht flott. Und ich glaube, auf der Karte dürfte das jetzt auch genau als markiert abgeschlossen sein. Als markiert abgeschlossen sein. Als abgeschlossen markiert sein, so rum. So wird ein Schuh draus. Okay. Dann können wir die Grabstätte verlassen. Hier sind wir fertig. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Sonne. Yo. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ob ich jetzt schon die Main Story triggern soll. Oder eben nicht. Bin ich mir gerade echt ein bisschen unschlüssig drüber. Das Buch haben wir aber schon gemacht, ne? Ja, gut. Ich bin mir gerade echt unschlüssig, Freunde. Soll ich es machen? Soll ich es nicht machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich das schon will. Wisst ihr was? Wir werden kurz mal ein paar Gegenstände verkaufen und dann werden wir das Ereignis der Main Story schon mal triggern. Nur triggern. Mehr nicht. Das heißt, wir werden einen Schritt weitergehen. Wir werden den Stein übergeben. Danach kommt noch was und dann reicht das erstmal. Aber wir müssen auch nochmal zu Eolund. Denn wir wollten ja tatsächlich eine Waffe verbessern. Und das werden wir auch verbessern. Ja, 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 ja. So, Eolund, da bist du ja. Ich wollte jetzt erstmal gucken. Gehst du bitte... Danke. Also, was brauchen wir für das Nordheldenschwert? 2 Stahlbarren und Lederstreifen. Okay. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Preist die Götter. Preist die Götter. Ebenerz nehmen wir mit. Eisen nehmen wir sowieso mit. Ja, kein Stahl. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Dass er kein Stahl hat. Das enttäuscht mich, Eolund. Das enttäuscht mich wirklich sehr. Mhm. Du bist eine Enttäuschung, Eolund. Du kannst doch nicht einfach ohne Stahl rumlaufen, sag mal. So, hören Sie mal. Können Sie doch nicht machen. Ihr kennt das schon. Wir leveln nochmal ein bisschen unsere Illusion. Wie gesagt, ich wollte die Schulen ja alle auf 100 bringen. Hm. Wird langsam eng. Ach, Nasim, nerv nicht. Was soll die Frage? Nur weil ich eine Graumähne bin, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht selbst... Ja, ja. Die Graumähnen. Du. Ihr seid... Ich brauche Stahl von dir. So ziemlich alles, was hast du Stahl? Ja, hat sie. Wunderbar. Her damit. So, du bekommst die Lederrüstung. Das bekommst du. Das. Und das. Vergesst nicht, und wieder hin und her laufen. Ah. Aber ich will es ja unbedingt machen.
84 ist die Illusion mittlerweile. Nicht schlecht. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Lilith Weber, Mai, Weber, irgendwas. Ja, ja. Ich kann es echt nicht fassen, dass wir jetzt schon alle vier Fraktionen durch haben im Grundspiel. Es ist echt heftig. So, Himmelschmiede. Draugre, Nordheldenschwert. Das Nordheldenschwert wurde hinzugefügt. Und das kommt auch mit in die Favoritenliste. Denn ja, ich will diese Waffe mit mir tragen. Und ich werde sie auch später verzaubern. Das auch noch, ich weiß. Bist im Weg, Eolund. Danke. Stahlbaren, habe ich mir gedacht. Episch. Sehr gut. Wunderbar. Denn für das, was ich vorhabe, wäre es schon ganz gut, wenn wir eine zweite Waffe dabei hätten. Wäre es wirklich gut. Mhm. Gut, dann haben wir das. Haben wir noch irgendwas zu verkaufen? Ja, ich wollte nochmal zur Schmiede. Noch ein paar Lederrüstungen herstellen, um unsere Schmiedekunst noch ein bisschen zu skillen. Danach werden wir unsere Sachen in Sicherheit bringen und dann werde ich tatsächlich die Main Story so weit bringen, dass es getriggert wird. Aber mehr auch nicht, Freunde. Mehr auch nicht. Wieso fehlen mir Lederstreifen? Was war das denn jetzt? Ich habe hier einige gute. Ich sage, wollt ihr euch schützen oder Schaden ausgeben? Mir fehlen tatsächlich zwei Lederstreifen. Was soll ich denn jetzt davon halten? So. Bitteschön. Ja, die ist auch begeistert. Zack, erledigt. Kennt ihr, ja, ich kenne deinen alten Herrn. So, hier, bitteschön. Behalt die Differenz ruhig, ist okay. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir kurz mal zu uns nach Hause. Nicht wahr? Oh, ich bin mal gespannt, wie oft das jetzt passieren wird dann zukünftig. Aber wir brauchen das. Das ist ganz, ganz wichtig. Nein, nicht nur fürs Achievement natürlich auch, aber nicht nur. So. Erstmal bringen wir unsere Sachen in Sicherheit. Übrigens, das, was ich abgelegt habe, am Ende der letzten Session, habe ich wieder bei mir. Das war nämlich das Amulett von Akatosh. Da habe ich nochmal im Nachhinein geguckt. Weil ich das wirklich nicht gesehen hatte vor lauter Eifer. So, sobald wir das nämlich getriggert haben, dann mache ich erstmal normal weiter. Mit den anderen Quests, unter anderem auch mit Gauldur. Na, und noch ein paar andere Sachen. Ja, komm, leg das Eisenerz rein, ist okay. Mann, 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 hier sind noch Zwergensachen, die ich nicht eingeschmolzen habe. Lars, Lars, Lars. Ich werd alt. Man merkt es. Ich werd ein alter Mann. Ja, ja. Alter, 372.000 Gold. Heftig. So, damit haben wir das. Okay, gehen wir nach Weißlauf zur Drachenfeste. Darauf wird ja schon seit Ewigkeit wahrscheinlich gewartet. Wir haben die Tafel, ich glaube, seit dem 11. Part jetzt bei uns. Seit dem 11. Part, Freunde. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und jetzt an Part 171. Ihr mögt also und Bogen, wie? 160 Parts später. Das kann man keinem erzählen eigentlich. Geben wir die Quest ab. Ah, ihr habt die Schlucht war ja Hexen erledigt, nicht wahr? Ja. Wie kann ich euch helfen, Gefährten? Mhm. Was sie da macht, ist mir immer noch schleierhaft. Ah, der Drachenstein vom Ödsturz-Hügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Ja. Und was ist jetzt mit meiner Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Verstehe.
Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Verstehe. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ja, was tun Drachen wohl? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Aber nur vielleicht. Dann mal los. Jawohl. Hinterher. Da ist der Jarl. Irilette stecken geblieben. Irilette bleibt stecken. Ja, komm jetzt. Irilette hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilette, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Mhm. Ich möchte, dass ihr Irilette begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Jawohl. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Hm. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde Schuppenhände groß Wiederherstellung. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Kleiner Tipp, Balliste. Noch etwas, Irilette. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Aber ich finde schön, dass er eine Dunmerin an seinem Hof duldet. Finde ich schön. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Ja. Ich bin da nicht so scharf drauf, musst du wissen. Aber egal. Früher oder später muss es passieren. Also lassen wir es passieren. Ich habe... Die Wachen im Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ich danke euch im Namen von ganz Weißlauf. Ja, gerne. Und wir haben zwei Waffen. Ja! Eine alte Nordwaffe und unser Ebenerdschwert. Das alte und das neue. Lauf, du Sau, lauf! Ich weiß, Lars, du bist ja wieder nett. Ich weiß. Ach, da sind die Männer. Und ausnahmsweise alle ohne den üblichen Helm. Irilette, wo bleibst du denn? Ich kann mich noch erinnern, als ich damals früher beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, hin und weg war, als ich die gesehen habe. Ich weiß, wen überrascht es. Dunmerin. Ne? Tiefere Frauenstimme. Vorbei. Feierabend. Die Lage ist folgendermaßen. Ein Drache greift den westlichen Wachturm an. Jetzt sind wir dran. Ihr habt richtig gehört. Ein Drache. Mir ist egal, woher er gekommen ist oder wer ihn geschickt hat. Aber ich weiß,
Fehler begangen hat, Weißlauf anzugreifen. Aber Huskarl, wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen, geschweige denn gegen einen gekämpft. Aber unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser, unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Nein, nein, ist gleich mausetot. Aber ich glaube, mehr als unsere Ehre. Denkt nur, das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter in Himmelsrand gesichtet wurde. Zweite. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und, was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja, ganz ja. Genau. Was für eine Motivation. Und so standen sie die ganze Zeit rum. Ach nee, sie folgt uns. Okay. Und die Wachen dann... okay. Kommt schon, gehen wir. Gehen wir, Freunde. Ja, ihr habt den Turm vielleicht noch vorher gesehen. Denn der Turm hat sich jetzt ein bisschen verändert. Das ist sowieso das Schöne. Es gibt einen Unterschied zwischen vor den Drachen und nach den Drachen. Das finde ich nämlich auch sehr gut. Das werdet ihr vielleicht auch festgestellt haben, wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt. Lauf, Sven Lars, du Sau! Und jetzt ist er sogar als Ort markiert, wie man sieht. Ja, ja, wir laufen mal wieder frei durch die Gegend von Weißlauf. Oh, Khajiit-Karawane. Die dürften momentan nicht so gut auf uns zu sprechen sein, weil wir einen der ihren abgemurkst haben. Natürlich nur aus Versehen. Ich weiß nicht, es war keine Absicht. Nee, nee. Meine Klinge ist nur ausgerutscht. Hat sich aus Versehen in den Leib eures Kumpels verirrt. Sorry. Ja, der Turm sieht ein bisschen anders aus. Ich warte mal. Danke. So, wo ist Irelit? Ach, da kommt sie. Hauptsache, der Huska ist der Langsamste. Die Langsamste. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Ja, das würde ich auch sagen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Jawohl! Jawohl, Sir! Ma'am. Westlicher Wachturm entdeckt. Ja. Oder das, was vielmehr mal der westliche Wachturm war. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Dann sage ich dir, lass ihn kommen. Da ist er. Mit epischer Musik. Ich werde jetzt mal ein bisschen ruhiger sein. Komm her! Mirmulnir!
Unterschreie Magie-Menü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Wort der Macht gelernt. Kraft unerbittliche Macht. Weißlaufer Wachhelm. 5 Stahlpfeile, Drachenknochen, Drachenschuppen, 189 Goldstücke, Rubin, Fellstiefel und Weißlaufer Wachenrüstung. Das war der Brenzli. Magie, gucken wir mal. Schreie! Ja, wir haben schon ein bisschen was zusammengekriegt. Kampf meines Lebens. Und ich habe ich fasse es nicht. Erlebt. Ihr seid ein Drachenblut. Drachenblut? Wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, wie in den alten Geschichten, dann solltet ihr den Schrei ausstoßen können. Könnt ihr das? Habt ihr es mal versucht? Er beschwört in der Drachensprache. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Und dafür ist die Leiste da oben da, die sich jetzt wieder auflädt. Ja, nach langer Zeit haben wir das jetzt auch mal herausgefunden. Wir sind ein Drachenblut. Wow. Nach über wie vielen Parts? Scheiße. Ja. So viel mal dazu, Freunde, ne? Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Ah. Und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir machen, ist nach mir zu suchen. Ist es egal, was ihr macht. All dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. So? Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone, wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Haben sie also geändert. Rorikstad, okay. Begonnen in höchste Not. Wen sucht ihr nochmal? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwardone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Verstehe. Sucht uns in Rorikstad auf, wenn ihr sie findet. Rorikstad, also im Original war es anders. Da mussten wir in das Schwindlernest. Also im Banditen-Dungeon. Also das haben sie auch geändert. Interessant. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Drachen haben
über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber das ist doch gar nicht möglich. Hast du doch gerade gesehen. Der Kaiser von Himmelsrand. Tot. Dies sind finstere Zeiten. Wahr. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös. Gut. Schön, dass wir das gerade geklärt haben. Wie sie gleich Angst kriegen. So, hör doch bitte auf. Herrlich. Ja, ja. So ist das. Und das Geräusch danach, das war auch geil. So ist das, Freunde. Wir sind ein Drachenblut. Dovahkiin. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflicht. Gut, mindestens genau, ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Genießt euren Besuch in Drachenfest. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Drache war dort. Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen die Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Ja, doch. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohortga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hunger, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens? Ihr eingebildeter Unwissender? Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Honga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Nö. Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Er trägt eine Ebenerzwaffe. Als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört.
Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Hat er uns gerade echt die Waffe gegeben? Das heißt, wir haben eine Ebenerzwaffe tatsächlich. Ebenerzwaffe als Zeichen von einem Weißlauf. Geil. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Ja, Milord. Aber, liebe Freunde, ich werde jetzt erstmal den Part beenden. Wir haben nämlich schon wieder Überlänge. Ja, mache ich gerne. Und im nächsten Part werden wir uns ein Haus kaufen von Weißlauf. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Ja, schon klar. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss. Und bleibt mir gewogen. Kinder, vertragt euch. Bis morgen dann. Ciao, ciao.